Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Entschuldigung, mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit dir dieses interaktive Video teilen, wo wir fragen möchten, warum ist diese Funkstille? Warum hat er oder sie sich zurückgezogen? Warum haben wir eine schlechte bis gar keine Kommunikation? Was ist mit dieser Person los, um die du hier fragen möchtest? Okay? Wir haben heute wieder mal mein Lieblingstarot, das Tarot der Hexen. Option Nummer 2 ist das Tarot des Herzens. Entscheide bitte ganz in Ruhe, welche Energien mehr auf dich fließen, ja? Das Tarot der Hexen oder das Tarot des Herzens, okay? Du kannst aber auch, wenn du ganz unsicher bist, wirklich das Video bis zum Ende durchschauen und dich für beide Optionen entscheiden. Manchmal ist das nämlich der Fall, dass in beiden Optionen eine versteckte Nachricht für dich dabei ist, okay? Andernfalls stoppe bitte das Video, ja, und kannst du dann ganz in Ruhe entscheiden, welche von den beiden Optionen du gerne haben wollen würdest. Währenddessen fange ich schon mal an. Weil ihr wisst, die Zeit bei meinen Videos bei YouTube sind immer sehr knapp. Und dann schaffe ich es nicht immer alles, dir das zu sagen, was du wirklich wissen müsstest. Aber denk dran, dafür gibt es immer die privaten Legungen. Okay? Du hast zu jeder Zeit die Möglichkeit, mich per WhatsApp anzuschreiben und mit mir einen Termin zu vereinbaren für eine private Legung, die nur auf dein Leben zugeschnitten ist. Nun, herzlich willkommen an alle. Ich habe euch gar nicht begrüßt, so wirklich richtig, wie ich es gewohnt bin. Aber ich sage einfach nur mal herzlich willkommen. Okay? Dafür verabschiede ich mich dann aber auch besser. Also, jetzt konzentrieren wir uns darauf, warum herrscht diese Funkstelle? Warum hat er oder sie sich zurückgezogen? Bitte Leute, passt es auf eure jeweilige Lebenssituation an, ja? Auch auf euer Geschlecht, damit ich meine Stimme nicht noch mehr anstrengen muss und euch das nicht immer wiederholen muss. Mann, Frau, Frau, Mann. Okay? Also, warum hat er oder sie sich zurückgezogen? Aus dem einfachen Grunde, weil hier ganz viele Lügen herrschen. Hier gibt es Untreue. Hier ist derjenige dir untreu geworden, ja? Es gibt hier Geheimnisse, es gibt hier Lügen, es gibt hier Intrigen, es gibt hier Egoismus, es gibt hier Kaltherzigkeit, es gibt hier Machtpositionen, Kampf der Egos. Vor allen Dingen gibt es hier wirklich viele Geheimnisse. Diese Person hat sich von dir zurückgezogen, weil letztendlich hat er mit dir eine gewisse Beziehung, eine gewisse Anziehungskraft, auch vielleicht sexuell. Es kann sein, dass für den einen oder anderen es sich hier einfach nur um eine Affäre gehandelt hat. Um ein One-Night-Stand, okay? Und dass du einfach jetzt mehr erwartest, wie dein Gegenüber dir geben kann. War es jetzt keine Affäre, ja? Und ihr seid vielleicht womöglich in einer Partnerschaft oder worum es auch immer geht. Ich würde am liebsten gar keine einzelnen Bereiche sagen, weil ich denke, dass dieses Spektrum so groß ist, als dass man hier das wirklich auf etwas reduzieren sollte. Du weißt, wer du bist, du weißt, um wem es hier geht, also passe es immer auf dich an. Private Legung, schreib mich an. Okay, und interaktive Videos, generelle Legung, fische dir das raus, was für dich wichtig ist. Der Mensch hier, der gerade in deinem Leben ist, der sich zurückgezogen hat, der den Kontakt abgebrochen hat, der wirklich kaum bis gar keine Kommunikation mit dir hat, ist einfach aus dem Grunde, weil es eine sehr egoistische, kaltherzige, toxische Person ist, die du eigentlich wirklich aus deinem Leben längst verbannen hättest sollen oder gar nicht erst in dein Leben hättest eintreten lassen sollen. Warum hast du es doch gemacht? Weil diese Person dir immer eine Lernaufgabe mitgibt. Ja, also das heißt, wenn jetzt kein Kontakt mehr herrscht, ist es, dass du aus dieser kurzen Affäre, die irgendwas Positives rausziehen musst, aus dieser Verbindung mit dieser Person irgendwas Positives rausziehen musst, um zu wissen, was du nicht nochmal machen wirst, um zu wissen, dass du beim nächsten Mal achtsamer sein wirst, dass du lernen musst, auch wirklich mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und nicht sofort zu vertrauen. Der Mensch ist sehr toxisch, das ist ein machtvoller Mensch, ein sehr intelligenter, schlauer Mensch, der auch weiß, wie er manipulieren kann. Ja, das ist so eine typische Ente, die schnackert, schnackert, schnackert. Die wickelt alle um den Finger, ja, und schlussendlich pickt sie dich dann in dem Moment, wo du am wenigsten erwartest. Und das haben wir hier auch. Wir haben hier jemanden, der wirklich arg intelligent ist, aber auch genauso gut gefährlich ist. Du hast es mit jemandem zu tun, egal ob Mann oder Frau, der oder die genau weiß, ja, was sie tut, die aber so abgrundtief negativ ist, mit Lügen, mit Intrigen, mit wirklich Abhängigkeiten. Hier gibt es eine emotionale, sexuelle Abhängigkeit. Du bist auf irgendeine Art und Weise abhängig von diesen Menschen und das ist nicht gesund. Das ist nicht gut. Du musst zurück in deine Mitte kommen. Ich sehe, dass du Gefühle für diesen Menschen hast. Ich sehe, dass du wirklich die Kommunikation mit dieser Person haben möchtest. Ich sehe, dass du wirklich demjenigen dein ganzes Herz schenken willst. Aber es ist der falsche Weg. Ja, weil derjenige hat sich schon längst von dir abgekapselt, deswegen gibt es keine Kommunikation, weil er oder sie schlussendlich mit dir nichts mehr zu tun haben möchte, weil es hier einfach nur um eine Abhängigkeit gibt. Derjenige wird sich melden, wann immer er Bock auf dich hat, wann immer er dich braucht, sei es für finanzielle Sachen, sei es für körperliche, sexuelle Geschichten, sei es um dich emotional irgendwie auszunutzen.
Es ist hier mit höchster Vorsicht zu genießen, Option Nummer 1, ja? Du solltest aktiv werden und diesen Menschen, wo du das jetzt hier alles weißt und irgendwann bereit bist, diesen Absprung zu schaffen, solltest du es machen. Du solltest dir aktiv bewusst werden, dass du nicht die einzigste Frau oder nicht der einzigste Mann in dem Leben dieser Person bist. Ja? Hier gibt es wirklich Untreue. Hier gibt es absolute Untreue. Es ist wirklich sowas Toxisches, dass das auch nicht gesund ist. Ja, es ist einfach nicht gesund. Hier ist vom Schicksal eine Situation getrennt worden, um weitere Konflikte zu vermeiden. Konflikte, die entstehen können oder bereits entstanden sind, wirklich aus deiner Welt zu schaffen. Krisen, Lügen, die ganzen dreckigsten, tiefsten Urinstinkten, die wir Menschen haben, ja, die wirklich nicht schön sind, die wir auch nicht akzeptieren, vor allen Dingen viel Egos, ist hier mit im Spiel. Ja, also du kannst echt von Glück reden, dass derjenige sich nicht mehr meldet, zumindest im Moment nicht meldet, damit du endlich zur Ruhe kommst, damit du einen Absprung schaffst, einen klaren Cut machst und dich nicht weiter betrügen lässt, dich nicht weiter ausnutzen lässt, ja, und nicht weiter auf diese Person reinfällt, weil es ist echt einfach toxisch. Gib die Möglichkeit, hier irgendwie eine Kommunikation herzustellen. Na klar kannst du denjenigen anschreiben. Na klar kannst du versuchen, mit demjenigen Kontakt zu, ein Gespräch zu suchen. Aber es wird dir nichts bringen, weil diese Person wird dich wieder so einlullen, dass du nicht daran glaubst, dass dieser Mensch dir wirklich untreu wird oder dich wirklich so belügt. Für die Leute unter euch, die schon längst wissen, mit wem ihr es zu tun habt und ihr trotzdem noch in dieser Konstellation bleibt und ihr trotzdem noch emotional euch abhängig macht, ihr seid es selber schuld. Ihr seid es selber schuld, wenn ihr enttäuscht werdet. Ihr seid es selber schuld, wenn ihr leidet. Weil wenn ihr genau wisst, mit wem ihr es zu tun habt und trotzdem weitermacht, habt ihr keine Selbstachtung. Habt ihr kein Selbstwertgefühl. Dann lasst ihr es immer wieder zu, dass der Mensch euch benutzt, so wie er gerade möchte. Egal für welche Zwecke. Warum meldet er oder sie sich nicht? Weil das ein hochgradig toxischer Mensch ist. Und die Liebe, die du empfindest, das Gefühl haben zu wollen, diesen Menschen zu lieben, dieses Gefühl oder diese Notwendigkeit, von diesem Menschen abhängig zu sein, kann dein ganzer Ruin sein. Erschöpfung, Depression, finanzielle Probleme, ja, wirklich ausgelacht und gehänselt zu werden. Und das hast du nicht verdient. Es sei denn, du bist selber so schwach und sehr in deinem Selbstwertgefühl so gemindert, dass du nicht anders kannst, dann hole dir professionelle Hilfe. Ja? Du musst wieder lernen, mehr in dich selber zu vertrauen. Du musst wirklich wieder lernen, mehr Respekt für dich selber zu empfinden. Du musst deine Ideen, deine Ziele, deine Wünsche verwirklichen. Du musst in deine eigene Sicherheit wieder gehen. Ja? Du musst realistisch einsehen, dass hier etwas sehr Toxisches ist, was du bewusst oder unbewusst schon weißt. Und daraufhin musst du dich wirklich auch abnabeln. Es ist ein Abnabelungsprozess. Ja? Suche die beste Art und Weise, aus dieser Konstellation für dich rauszukommen. Das ist hochgradig wichtig. Lasse nicht zu, dass dein Herz noch mehr verletzt wird. Lasse nicht zu, dass du noch mehr den Respekt vor dir selber verlierst. Lasse nicht zu, dass du den Respekt und das Vertrauen in anderen Menschen in zukünftige Beziehungen verlierst. Hochgradig toxisch. Leute, bitte, die Option Nummer 1 gewählt habt und ihr mehr wissen wollt, schreibt mich per WhatsApp an für eine private Legung und ich sage dir wirklich mehr dazu. Ja? Weil deine ganze Welt steht wirklich Kopf. Anstatt, dass du mit Vorsicht an die Sachen rangehst, ja, ein bisschen achtsamer zu sein, nein, was machst du? Volles Fund auf diese Person zu. Mit Stalken, mit Nachrichten. Nee, Alena, ich stalke nicht. Doch, du stalkst mit Gedankengängen. Du gibst unbewusst, bewusst Energien ab, indem du 24 Stunden an diese Person denkst. Du kannst diese energetische Bindung einfach nicht trennen, wo du einfach eine absolute emotionale, körperliche, mentale Abhängigkeit kreiert hast. Und das ist absolut nicht gut. Dieser Mensch wird dich immer wieder ausnutzen. Dieser Mensch wird dich immer wieder verletzen. Dieser Mensch wird immer wieder Lügen, Intrigen schmieden, dir untreu werden, wird dir immer wieder das antun, was du eigentlich gar nicht möchtest. Aber es liegt an dir, ob dir das gefallen ist oder nicht. Ja? Es liegt ganz an dir, wie lange du einen Schmerz zulässt oder nicht. Es liegt ganz an dir, wie weit du dich entwickelst und wie nicht. Also Leute, Option Nummer 1 ist knallhart, ja? Der oder diejenige wird sich nicht mehr melden. Nein, warum herrscht dir Funkstelle? Weil er schon jemand anderes in seinem Leben hat. Weil es eine ganz giftige, gefährliche Person ist, weil wir es hier mit einem Mega-Egoisten zu tun haben, mit einer Person, die absolut eine Schiene fährt, wo man echt gar keine Aussicht mehr hat, dass sich hier irgendwas tut. Ja, bist du in einer emotionalen Abhängigkeit mit einem Narzissten zusammen oder was auch immer, Leute, holt euch Hilfe. Egal auf welcher Art, holt euch Hilfe und kommt aus dieser Nummer raus, ihr werdet sonst arg verletzt. Und dann ist das Dilemma noch größer, wenn du eh schon geschwächt bist, wenn du eh schon depressiv bist, wenn du eh schon finanziell am Arsch bist, wenn du eh schon aus kaputten Beziehungen kommst, wenn du eh schon eine gestörte Kindheit hast, dann ist das Chaos zum 1000%ig perfekt. Ungeheuerlich, ja? Also bewusst und unbewusst trenne dich, so schnell es geht. Lasse diesen Menschen gar nicht mehr in dein Leben rein. Du hast gelernt, du bist dabei zu lernen, also lass es raus. Puh, knallharte Nummer, ihr kennt mich, ja?
Alaina haut immer alles raus. Negativ und positiv, weil das ist meine Berufung und das ist meine Aufgabe, euch auf eine Art zum Aufwecken zu bewegen. Leute, ich mache die Tarottherapie und die Tarottherapie ist knochenhart. Das ist nichts für Weicheier. Das ist nichts für Leute, die sich sträuben, die Wahrheit zu empfangen. Aber notwendig, um euch wirklich ans Licht wiederzuholen. Wow, Hammer. Warum ist bei Option Nummer 2 hier Funkstelle? Was ist das Problem? Option Nummer 2. Wir haben hier eigentlich ein Verhältnis, wo es sich hier zum Teil um Einfluss von dritten Personen geht. Was heißt das? Also wir haben hier eine männliche Person, die versucht, in eurer Konstellation einzugreifen. In dem Leben, in den Denkmustern, in der Glaubenssituation, egal worum es gerade geht, dass der andere Mensch dann gegenüber in einer Krise steckt, haben wir hier gerade den Einfluss von dritten Personen. Auf der anderen Seite, ich habe in Option Nummer 2 ganz viele Gruppen, die mir echt die Zeit wirklich fehlt, um euch alles zu sagen. Ja? Wir haben hier auf der einen Seite einen Vater, der sich versucht, von einer Beziehung, von einer Ehe, von einer Untreue zu befreien und versucht deswegen, den Kontakt zu dir abzubrechen. Also hast du zu einer Affäre mit einem verheirateten Mann oder mit einem Vater, eine Vaterfigur, ja, zieht derjenige zurück, weil er gemerkt hat, dass er einen Fehler gemacht hat. Und er nicht möchte, dass seine Familie kaputt geht oder nicht möchte, dass seine Kinder darunter leiden. Wir haben hier eine Person, die für den einen oder anderen auf einer Seelenverwandtschaft beruht. Das heißt, es ist dein Seelenpartner, aber er muss sich erstmal oder sie muss sich erstmal von Lasten befreien. Also das Tarot gibt mir hier viele Kategorien. Wir haben auf der einen Seite einen Vater, der untreu geworden ist. Auf der anderen Seite haben wir hier die Seelenverwandtschaft, ja, die erstmal zueinander finden muss. Das heißt, dein Seelenpartner, der dir gegenüber ist, hat einige Sachen erstmal zu klären. Und deswegen hat er sich von dir zurückgezogen. Deswegen hat er ein bisschen die Distanz gesucht, ja, egal ob du in einer Partnerschaft mit dem Menschen bist, egal ob du ihn gerade kennengelernt hast, egal ob du eine kurze Affäre hattest, egal ob du in einer Fernbeziehung bist, pass es auf deine jeweilige Lebenssituation an. Es gibt dir einen Seelenpartner, der eine Freiheit braucht, um zum Weg der Erleuchtung zurückzukommen, um den Weg zurück zu dir zu finden, der gerade einige Probleme in seinem Leben hat, wo er selber nicht mit klarkommt und die überwinden muss. Wir haben hier finanzielle Sorgen, wir haben hier Selbstbewusstseinskomplexe, wir haben hier viel Druck, wir haben hier viele Überforderungen, ja, wir haben hier mega viele Sorgen, wir haben hier Nostalgie. Oh, das ist unglaublich. Wir haben den Wunsch auf Befreiung, auf ein glückliches, stabiles Leben. Mit dir, als Partnerin oder als Partner. Ein stabiles Leben in der Familie, mit Frau, mit Kindern. Ein stabiles Leben in finanziellen Sicherheiten, dass er sorgenfrei oder sie sorgenfrei wirklich finanziell unabhängig sein kann von allem. Ein Mensch, der auf der Arbeit alles gerne in Ordnung haben möchte. Wir haben hier eine Person, ja, gerade vor Augen, die wirklich versucht, immer alles unter Kontrolle zu haben. Wir haben hier einen autoritären Menschen, einen kontrollierten Menschen, einen Menschen, der wirklich Recht und Ordnung in seinem Leben haben möchte. Ein Mensch, der auch teilweise sehr kalt und sehr stur ist. Ein Mensch, der auch sehr viele egoistische Seiten an sich hat. Ja? Es ist hier aber trotzdem für den größten Teil von euch eine Seelenpartnerschaft, die wirklich gerade durch eine schwierige Zeit geht, die schwierige Konflikte überstehen muss, die schwierige Entscheidungen überstehen müssen, die wirklich das, was ihr gerade an Krise, an Störfaktor, an Blockaden, an egal welche Probleme ihr gerade habt, gemeinsam versuchen müsst zu lösen. Aufgrund dessen, dass eure Kommunikation aber nicht gerade die hellste und die beste ist, hat derjenige sich dazu entschlossen, einen Cut zu machen, egal ob ihr zusammen wohnt oder nicht, einen emotionalen Cut, um mit Kälte zu agieren, mit Unmut zu reagieren, ja, mit Funkstille zu reagieren, um selber erstmal klarzukommen, was derjenige möchte, um selber erstmal herauszufinden, wo die Reise hinführt, ja. Es ist ein ewiger Kampf mit dieser Person. Es ist, ich komme und ich gehe, ich komme und ich gehe, ich rede und ich rede nicht, ich habe Verständnis und ich habe kein Verständnis, ja. Um wirklich zu einem guten Ergebnis zu kommen, musst du Willensstärke haben, um dich dieser Person entgegenzusetzen. Ja, um keine weiteren Schmerzen mehr zuzulassen, um keinen Neid mehr zuzulassen, um weiterhin zu wachsen, um diese Bereitschaft zu erklären, das zu verteidigen, was du zu verteidigen musst. Aber in Ruhe, mit Harmonie, Grenzen setzen, Limits setzen, dein Leben weiterhin fortschreiten, ja, aber ohne denjenigen unter Druck zu setzen. Meint er oder sie auf dich wieder zukommen zu müssen, soll er oder sie es aus freien Stücken machen. Lasse demjenigen die Türe offen, ja, um sich wirklich irgendwann einmal, wenn er oder sie zur Vernunft gekommen ist, wenn er gemerkt hat, dass seine kalte, rationale, egoistische, distanzierte Seite nicht sich weitergebracht hat, um das, was zwischen euch ist, zu klären, lasst ihn sich erstmal selber finden. Ihr werdet wirklich wieder einen Weg finden, um bewusst und unbewusst
Diese Lernaufgabe, die ihr beide bewältigen müsst, diesen spirituellen und persönlichen Wachstum, ja, wirklich dankbar irgendwann anzunehmen, dafür müsst ihr Opfer bringen. Dafür müsst ihr auch wirklich Verständnis haben. Dafür müsst ihr euer Leben feiern als eigenständige Person. Versteht ihr, was ich meine? Es ist wichtig, dass ihr wirklich hier zufrieden und harmonisch mit euch selber lebt und dem anderen den Raum und die Zeit gibt, sein ganzes privates Chaos, seine Unruhe, seine Kälte, sein Egoismus, seine Dominanz, seine Bestimmtheit. Ja, das ist ein Mensch, der möchte, dass alle gehorsam sind. Es müssen ihm alle Folge leisten. Es ist ein Mensch, der keine Kritik annehmen kann, der ungerne die Zügel aus der Hand gibt, die sobald diese Dominanz, ja, diese Kontrolle, die er normalerweise über alle Lebensbereiche hat, sobald er diese verliert, egal ob in der Liebe, egal ob im Geld, egal ob im Beruf, egal in den Freundschaften, egal worum auch immer, sobald derjenige die Kontrolle verliert, ja, und nicht alles wirklich bestimmen kann, so ein bisschen perfektionistisch auch, geht alles den Bach runter. Dann zieht er sich komplett zurück und macht Knochen zu. Es könnte echt ein Stier sein. Ja, also es ist nicht keine Beleidigung für Stiere, aber ich habe hier viele Parallelen zu Stiere. Für den einen oder anderen Zwilling womöglich auch. Ja, und für den einen oder anderen Schützen und Skorpion. Passt es auf euch an, ja? Ich gebe keine direkten Sternzeichen. Ich sage nur, es sind charakteristischen Eigenschaften von diesen Menschen. Auch im Aszendenten können diese Menschen dieses Sternzeichen haben, okay? Was heißt das für dich? Es heißt einfach jetzt nur, dass hier viele Mauern fallen gelassen werden müssen, ja? Hier müssen wirklich Blockaden eingerissen werden. Hier müssen wirklich Ängste überwunden werden. Hier müssen wirklich Leute, die auch wirklich sich bewusst werden müssen, mit wem sie es jetzt gerade hier zu tun haben. Ihr müsst euch bewusst werden, dass ihr nicht verlassen worden seid, sondern ihr habt einfach es mit einem Menschen zu tun, der einfach nur kalt ist, der emotional unreif ist, ja, der in einer festen Beziehung nicht weiß, wie er manchmal agieren soll, der durch seinen Egoismus, durch seine rationale Seite es bevorzugt, mit dem Kopf zu entscheiden, anstatt mit dem Herzen. Okay? Ihr müsst euch immer bewusst werden, mit wem ihr es gerade zu tun habt. Ja? Du wirst noch öfters enttäuscht werden. Ja, du bist arg enttäuscht worden. Ja, wenn du mit dieser Person ein Projekt vor Augen gehabt hattest, ja, es kann sich dieses Projekt immer noch geben, aber dafür müsst ihr erstmal Ruhe einkehren lassen. Ihr müsst erstmal die Wasser sich stillen lassen. Ihr müsst erstmal den anderen zur Vernunft kommen lassen. Und ihr müsst auch erstmal heilen. Ihr müsst diese ganze Situation, die mit dieser Person passiert ist, erstmal verarbeiten. In eure Energie wieder reinkommen. Ja, ihr müsst eure negativen Gedanken zu positiven Gedanken ändern. Ihr könnt nicht immer diskutieren, ihr könnt nicht immer streiten, ihr könnt nicht immer jedes Wort auf die Goldwaage legen. Leute, das macht eure ganzen Beziehungen kaputt. Ihr müsst auch mal ein bisschen an euch arbeiten und wirklich verstehen, dass es viel mit euren Attituden, also mit euren Art zu handeln zu tun hat. Ja, das, was ihr mit diesen Menschen geplant habt, ein Zusammenziehen, eine Ehe, Kinder, Familie, eine geschäftliche Beziehung, egal, whatever. Es kann sich immer noch geben. Die Zukunft ist noch nicht ganz gecuttet. Ihr habt eine Seelenkonstellation, die kann man nicht so einfach brechen. Das geht nicht. Ihr werdet immer wieder Konflikte haben mit diesen Menschen, wenn ihr nicht auch euren Teil dazu beitragt, um wirklich euch zu heilen, zu reinigen und zu erkennen, welche Fehler du als Mensch machst, um diesen Personen immer wieder den Kick zu geben oder immer wieder darauf anzusprechen, was der Mensch der macht. Ihr müsst beide lernen, eure Temperamente zu kontrollieren. Ihr müsst beide lernen, voneinander zu lernen, euch gegenseitig zuzuhören, euch gegenseitig diesen Mut und diesem Vertrauen wirklich wieder mit auf den Weg zu geben, um zu sagen, wir lieben uns, wir haben Gefühle füreinander. Ja? Wenn du dich einsam fühlst, dann denke daran, dass es einen Menschen gibt, den du am Herzen liegst. Du bist nie allein. Wisse, dass du eine zweite kleine Welt in dir selber bist. Du alleine bist in dir deine Sonne, dein Mond und deine Sterne. Du alleine musst dir an erster Stelle stehen. Du musst alleine wissen, was die Eigenliebe ist. Du musst alleine wissen, was es heißt, Respekt vor dir selber zu haben. Du alleine musst wissen, was es heißt, Selbstachtung, Stärke, wirklich auf eigenen Beinen zu stehen, ohne einen Mann oder ohne eine Frau, die dich unterstützt oder die dich begleitet. Wenn du das gelernt hast, unabhängig zu sein, selbstbewusst zu sein, dich so zu akzeptieren, wie du bist, aber immer die beste Version von dir selber zu geben, dann kann auch alles andere funktionieren. Kehre in das Mitgefühl. Kehre in dich. Ja? Höre auf die Stimme deines Herzens. Nehme dir ein Break in der Zeit, wo dieser Mensch sich von deinem Leben distanziert hat. Egal ob räumlich, egal ob emotional, egal in welcher Hinsicht. Stalke ihn nicht per WhatsApp, per Facebook, per Instagram. Nein.
Texte den Menschen nicht zu, nein, du machst alles nur noch schlimmer. Gebt euch einen Break von einer bestimmten Zeit und entweder findet er oder sie den Weg zurück zu dir, ansonsten versuche einen Neustart, versuche eine Kommunikation herzustellen, um dieses wirklich aus der Welt zu schaffen, damit diese Konstellation am Ende gute Resultate bringt, damit euer gemeinsames Projekt wirklich Früchte tragen kann, egal welches Projekt was sein mag, und dass eure Konstellation wirklich wieder zueinander findet, dass ihr lernt zu kommunizieren, nicht zu schreiten, nicht zu schreien, sondern in aller Ruhe auf neutralem Boden wirklich zu kommunizieren. Das ist eure Lernaufgabe. Ja? Also Option Nummer 2, Power, es war sehr schön. Bitte verzeiht, dass ich sehr schnell gesprochen habe, aber ich bin stimmlich so angeschlagen, dass ich wirklich in den nächsten Tagen mich ein bisschen reduzieren werde mit dem Reden. Ja, ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, wie gesagt, für euer Verständnis. Gebt nicht auf, die Liebe, es ist immer lohnenswert zu kämpfen, wenn es wirklich reale Liebe ist. Definiert immer für euch den Begriff Liebe. Schaut wirklich nochmal nach in euch und auch in Wörterbüchern, in Google, was ist wirklich Realliebe und wie empfindest du Liebe? Ganz, ganz wichtig, ja. Danke für dein Like, danke, dass du meinen Kanal kommentierst. Danke, dass du Alaina Tarot weiterempfehlst. Danke, dass du immer wirklich meine Nachrichten zu deinen machst, dass du auch die alten Nachrichten dir anguckst, ja. Denk dran, für eine private Legung schreibe mich per WhatsApp an, ja, und ich gebe dir gerne Informationen. Auch wenn ihr an einer Tarottherapie interessiert seid, schreibt mich einfach an und ich sage euch alles, was ihr wissen müsst. Okay? Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns morgen wieder. Bye!